Ja, und da bin ich wieder, euer Meisterdetektiv. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Was hätte ich eigentlich machen müssen jetzt? Scheiße. Ja, ich weiß noch, ich habe irgendwas mit Donuts gemacht. Ich habe den Typen da weg, ich habe meine Akte. Ah, jetzt könnte ich doch eigentlich mal in der Akte nachschauen. Hä? Boah, ich dachte mir jetzt, wo ist es auf einmal? Pff. Genau, Marys Falschaussage. Ich muss ins Hotel. Und ich muss Victoria und da muss ich ins Schloss, aber erstmal ins Hotel. Oh, schön. Ins Hotel. Auf zum Hotel. Auf und davon. Bis ins Unendliche und noch viel weiter. Ins Hotel. Dann halt über die Brücke und dann ins Hotel. Ich glaube, es nach rechts. Ja, zum Dann wollen Hotel. wir doch mal sehen, was Murray zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Genau, da schauen wir mal, was da Steve Murray. Steve Murray. Kennt ihn einer? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Da hinten gibt es Stufen. Oho, Stufen und Springbrunnen. Sicher kein Trinkwasser. Und was soll das sonst sein? Peacewasser? Murray gibt sich vaterlandsverbunden, der alte Blende. Ne Blend. Wir haben ein Schild. Gordons Palace. Okay. Ich könnte wieder zurück, aber das mache ich nicht. Ich sag bloß mal die die Dinge, wo ich, also die. Ich hab vergessen, ich, ja, die Dinge halt, wo ich halt machen kann, die Optionen. Ich gehe mal die Da Stufen gibt es entlang. einige Stufen nach unten, sie führen hinter das Hotel. Da geht es. Okay, ich gehe doch nicht die Stufen entlang. Ich muss wahrscheinlich erst mal in den Eingang und dann mit Mary reden. Wow, Mr. Morris! Wow! Willkommen zurück im Gardens Ist das Palace. Mary? Wir haben Sie hier schon vermisst. Ach ja, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war am Donnerstag vor 3 Wochen. Und da haben Sie mich aus dem Hotel geworfen, und zwar in hohem Bogen. Aus dem Hotel geworfen? Aber wieso denn das? Die Sache mit der Kanalisation, der Geheimgang in Angelinas Zimmer, klingelt da was? Wirklich? Ah, ja. Naja, tut mir leid, ich habe da wohl ein wenig Und ich bin überreagiert. unglaublich Ich schwul. hoffe, Sie sind nicht nachtragend, Mr. Michaels. Ich bin gern bereit, das wieder gut zu machen. In der Besenkammer. Sie werden verstehen, dass ich Ihr Zimmer so lange nicht reservieren konnte. Im Augenblick ist es auch leider belegt. Aber Sie können ein anderes haben. Ein größeres, schöneres für einen geringen Obolus. Geradezu lächerlich gering. Sie erinnern sich also wieder. Sehr gut. Dann gehen Sie bitte direkt zur Polizei und erzählen denen, dass Sie sehr wohl wissen, wo ich am Abend des Mordes an Miss Valley gewesen bin. Das war am selben Tag. Sind Sie das sicher? Nun, das kann schon sein. Ich merke mir sowas nicht. Nee, Aber warum warum auch? auch? Es geht mich ja im Grunde nichts an. Sie hinterlistige Ratte. Ich verlange, dass Sie auf der Stelle zum Inspektor marschieren und die Aussage korrigieren. Mr. Michaels, Sie laufen doch frei herum. Ich verstehe Ihr Problem. Ich glaube, der hat Alzheimer oder Ich bin so. nur auf Kaution draußen. Oh, herzlichen Glückwunsch. War bestimmt nicht billig. Ich sehe trotzdem nicht ein, warum ich mich in Angelegenheiten einmischen soll, die mich nichts Weil angehen. gleich dein Hotel Das brennt. kann doch nicht wahr sein. Wegen Ihnen schwore ich seit 3 Wochen unschuldig im Gefängnis. Boah, so eine Drecksau. Es tut mir Ja, außerordentlich das leid. hilft mir jetzt ganz Ich viel. kann Ihrer Aufforderung nicht Ich nachgeben. muss hinterm Tresen stehen, Meine ganz schwul. Glaubwürdigkeit würde auf dem Spiel stehen, wenn ich einfach so meine Meinung ändere. Nein, Es sag sei bloß. denn. Es sei denn was? Na kommen Sie, rücken Sie schon raus mit der Sprache und hören Sie auf mit diesen Spielchen, Sie mieser kleiner Erpresser. Sonst verspreche ich Ihnen, geht die Mordserie weiter. Und zwar hier und jetzt. Nicht doch. Allerdings wäre ich der Letzte, der sich Ihnen in den Weg stellt. Na, dann mach Ein mal Mann einen muss Anfang. tun, was ein Mann tun muss. Ist es nicht Und ein so? Mann muss dir voll in die Fresse Wie schlagen. auch immer. Ich Ja. hätte gern ein Foto von Ihnen. Nichts Spektakuläres. Vielleicht irgendwo im Wald mit einem Messer in der Hand. Damit ich auf direktem Weg in die Klapse wandere. Ausgeschlossen. Gut, überlegen Sie es sich. Ein hieb- und stichfestes Alibi. Für ein klitzekleines, lächerliches Foto. Kein schlechter Tausch. Ja, klar. Sie sind ein verdammt widerlicher Drecksack, Murray. Wissen Sie das? Ich gebe Ihnen sogar eine Kamera mit. Mein Ja, bestes nehme ich Foto. gerne. Der Idiot gibt mir echt eine Kamera, ich glaub's nicht. Wird die noch mit einer Kurbel betrieben? Oh, das ist eine Rarität. Eine der ersten Sofortbildkameras vom Typ SX70 auf dem europäischen Markt und noch sehr gut Bloß für drei geschützt. Dinar. Vor 15 Jahren wurde sie von einem sehr gepflegten Herrn bei mir im Pfandhaus in Zahlung gegeben und nie abgeholt.
Man kann also sagen, ich habe sie rechtmäßig erworben. Ja, klar. Nun vertraue ich sie Ihnen an. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen, wie sie funktioniert. Eine Kamera. Schon gut, das kriege ich selbst hin, falls ich sie benutze. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch ein Geschenk für Sie. Hier. Oh. Einen neuen Rucksack. Einen nagelneuen Rucksack, hey. Schau doch mal das an. Mit einer Mörderfresse auf der Kapuze. Das ist ja ein Ding. Freie Kost und Logis, solange Sie wollen, Mr. Michaels. Nehmen Sie es als Friedensangebot. Ach. Als Entschädigung für den Ärger mit der Aussage. Sie haben doch echt nicht alle Tassen im Schrank. Nee, hat er alle verpfändet. In seinem Pfandhaus. Mr. Michaels, warten Sie! Was denn jetzt noch? Ach, vergessen Sie das mit dem Wald. Vor dem Schloss wirkt es bestimmt eindrucksvoller. Das Foto, Michael. Ich soll von mir selber ein Foto schießen. Ich soll von mir ein Foto schießen, wie ich selber vor dem Hotel sterbe. Ich habe bloß zwei Hände und ich kann nicht irgendwie. Das Ding hat bestimmt noch, weiß ich nicht. Muss bestimmt noch mit einer Kurbel betrieben werden, wie er schon gesagt hat. Er hat meinen Witz geklaut, ich glaub's nicht. Ist mir egal. Das sind Infos über alles. Wow. Museum. Gepäckwagen. Ich hab's nicht lesen können. Das ist ja echt dämlich. Was haben wir da? Blutige Grüße aus dem Mörderdorf. Mhm. Langweilig. Ein Telefon. Wow. Ein Buch. Mary, mein Lieblingshotelier. Achso. Ja, ich will nicht. Oh Gott, jetzt spricht er mit ihm. Ich wollte bloß das Buch anschauen. Bitte keine. Oh Gott, das wollte ich genau verhindern. Ehrenwerte Mr. Michaels, was haben Sie auf dem Herzen? Naja, ein paar Adern, Gefäße, Blut, Dinge und ja. Kennen Sie den Inspektor? Oh ja, aber sicher. Er war zweimal bei mir. Hat das halbe Hotel auseinandergenommen. Ein wirklich rücksichtsloser Kerl. Das gefällt ihm bestimmt. Aber auch gut für das Geschäft. Wann kann man schon als Tourist direkt bei so einer Ermittlung zusehen? Naja, bald wieder. Leider hat er sämtliche persönlichen Gegenstände von Ihnen und Miss Angelina Morgan konfisziert. So ein Pech aber auch. Ja, Foto für Mary. Dieses Foto von mir, was Ihnen da vorschwebt. Nur ein kleiner Gefallen. Eine geringfügige Anstrengung Ihrerseits. Auch nichts Großes. Sie müssten sich nur ein bisschen mit Blut beschmieren und ein Messer schwingen. Möglichst Angst einflößen, versteht sich? Na klar. Am besten noch nackt auf dem Leuchtturm bei Vollmond. Sie sind der Profi. Ich vertraue da ganz Ihrer Intuition. Also ich glaube wirklich. Sie garantiert mir, dass Sie damit nicht sofort zur Polizei rennen. Oh, was hätte ich denn davon? Sie schätzen mich völlig. Ich brauche nichts Authentisches. Eher was Stilisiertes, wie für ein Filmplakat. Sie wollen ein Plakat daraus machen? Lieber eine lebensechte Pappfigur für den Hoteleingang. Machen Sie, was Sie wollen, nur machen Sie auf jeden Fall Ihre Aussage bei der Polizei. Einverstanden. Also ich bin jetzt auf jeden Fall sicher, dass Murray unschuldig ist und wir sind total verrückt. Wir sind total durchgeknallt. Murray ist komplett, der denkt normal wie ich. Ja. Irgendwas Aufregendes passiert? Naja, der Brand. Sie meinen außer dem Mord an Miss Valley und dem Schlossbrand. Ja, das meint die doch schon. Der Jahrmarkt ist zu, Ende. Ja, leck mich am Arsch, ey. Schlossbrand. Sie wissen aber schon, dass ich mit dem Schlossbrand nichts zu tun habe, oder? Naja. Die Zeitung? Die Regenbogenpresse ist ja weltberühmt für ihre Glaubwürdigkeit. Natürlich. Der nimmt mir die Worte auf den Mund, aus dem Mund. Ich glaub's nicht, ey. Frisch ans Werk. Ja, die Fresse. Das ist echt der Wahnsinn. Bürotür und aus zu den Zimmern. Büro. Das ist mein Arbeitszimmer. Sie haben dort nichts verloren. Ich will mit Ihnen arbeiten, Mary. Ne, Schmott. Wir gehen mal in die komischen Dinge hier. Wir haben noch den Schlüssel für Zimmer 2, aber ich will zur Tür. Sauber aus den Angeln gehoben. Ah, ja. Da ist ein Typ. Da hinten ist nur eine kleine Sitzecke. Zwei Sessel. Toll. Und da ist ein Plan. Ein Grundriss des Hotels. Der Grundriss vom Hotel. Hier sind alle Räume. Und da ist ein komischer Typ, ich glaube, der ist der Mörder. Ne, Zimmer 2, gehen wir mal kurz rein in unser Zimmer, wo wir waren. Das Zimmer sieht fast genauso aus wie das andere, das ich vor 3 Wochen hatte. Wahrscheinlich hat Mary Rabatt für die Innenausstattung bekommen. Welche Ausstattung? Das ist nur also aus Pappe. Garderobe? Ich habe bloß eine Jacke aus Boston mitgenommen. Und die lasse ich Tag und Nacht an. Ew. Das Ding hier. Das ist ein bestimmt super Ding. Direkt hinter dieser Wand befindet sich Marys Büro. Da kann man auch einen Durchbruch machen, ne? Direkt hinter dieser Wand. Ja.
Ich will einen Durchbruch machen, Edsam. Am besten mit dem Bleistift, wenn er sich wieder so mächtig fühlt. Um den hässlichen grauen Teppich zu verdecken, wurde ein noch hässlicherer beiger Teppich überlegt. Super Strategie. Hey, es ist ja der Wahnsinn. Er sagt genau das gleiche, was ich sagen ein will. Ein antiquiertes Stück für antiquierte Hinter. Wow, nicht schlecht. Stadtansichten von Willow Creek. Okay. Und dennoch Fernseher. Da läuft nur atmosphärisches Rauschen. Wahrscheinlich muss man... Wahrscheinlich. Also unser Zimmer birgt nicht viel Geheimnisse oder irgendwer. Ich hab bloß die Karte. Samuel Gordons Rucksack. Ein Rucksack mit dem verzerrten Gesicht meines Vaters drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob Mary so etwas überhaupt verkaufen darf. Ach, egal. Ich werde ihn später verklagen. Ah, was ist in dem Rucksack? Ach, ein Feuerzeug mit dem... Oh, ein Messer, yeah. Oh, und noch irgendwas anderes. Wo ich gerade hier bin, verstaue ich den Kram, den ich nicht mit mir rumschleppen will. Geil. Schlauer Junge. Nein, was war das? Ach, das war ein Geweih oder so? Keine Ahnung. Samuel Gordons Feuerzeug. Ein Feuerzeug mit dem Gesicht von Samuel drauf. Vermutlich. Okay. Blutiges Plastikmesser. Merchandising-Artikel. Ein blutiges Plastikmesser. Macht sich sicher gut an Halloween. Ja, bestimmt. Wir gehen auf den Gang und da sehen wir der alte Mensch. Also, das ist der Mörder. Ich sehe es ganz genau vor meinen Augen. Ich würde eigentlich gern einfach so einen Durchbruch machen. So ganz pauschal einen Durchbruch durch meine Wand, durch das fällt ihm bestimmt sowieso nicht auf. Wir kleben einfach irgendwas drüber. Wir kleben einfach Kaugummi drüber. Das hält dann wieder. Ich will jetzt doch mal zu den Stufen gehen da hinten. Geh einfach dahin. Ja, dann geh doch hin. Oh mein Gott, er geht aber auch nirgendwo hin, wenn er nicht hin muss. Das ist dämlich. Ich würde jetzt gerne trotzdem. Oh Gott, das für ein Plattenspieler, hat doch mal die Fresse. Der Plattenspieler rumort und Dings drum und so. Oh, die Straße zum Wald. Ich weiß jetzt auch nicht. Oh Gott, Pfad, Straße, Bäume oder Schotterweg. Die Kälte zieht einem direkt in die Knochen. Der Winter. Okay. Wir könnten der Straße folgen. Ah, wir haben noch eine Karte hier. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Keine Ahnung. Wir könnten anscheinend... Ach, dann müssen wir das andersrum sehen. Also sind wir jetzt... Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal jetzt nach links. Was? Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Oh Gottes Willen, ey. Du Pussy. Er hat keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Deswegen geht das da nicht. Also... Was ist denn das? Das würde mich schon interessieren, wenn das so ein Horrorspiel wäre, wenn man so Angst bekommt, das wäre cool. Was haben wir da, ein Tor? Ein verschlossenes Tor aus maroden Brettern. Der Stacheldraht und das Schild wurden an das Tor genagelt. Cool. Damit kann man es von der anderen Seite öffnen oder schließen, ohne den Stacheldraht zu berühren. Geniale Erfindung. Das haben wir auch schon. Bei uns heißt es Tür. Das ist eigentlich ein Parkverbotsschild. Aber ich vermute, da hat jemand was gegen ungewöhnlich. Da muss ich mal hin. Die ganzen Warnungen, der Stacheldraht, das macht diesen Weg ungemein interessant. Ich würde zu gerne wissen, was dahinter liegt. Und ich erst, ey. Komm, geh rein. Die ganzen... Ja, halt die Fresse. Müssen wir irgendwie dann, wahrscheinlich mit dem Plastikfeuer, mit dem Plastikmesser, müssen wir das dann wieder dingen. Trampelpfad oder Schotterweg? Ich will mal zum Trampelpfad. Planlos durch den Wald laufen? Doch. Nein, danke. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, bin ich wegen Brandstiftung und Mord verhaftet worden. Ja, und diesmal kommst du über los und ziehst nicht die Gefängniskarte. Mein Gott. Ach, das ist das Schloss, wo da... Ach, das ist der Leuchtturm. Aha. Ein alter, verlassener Leuchtturm. Tatort, was ist das für ein... Ja, aber man sieht keine Hinweise mehr für dieses Flug. Ich sehe echt nichts mehr. Schon im nächsten Frühling werden sich hier wieder die Verliebten umarmen. Diese scheiß Verliebten. Ja, Reifenspuren, oh. Wer hier mit dem Auto fährt, ist entweder ziemlich mutig oder ziemlich dumm. Ich will ein Auto. Die Wendeltreppe ist total zerfallen. Ich will da aber rein. Oh Mann, ich kann da nicht mehr mal rein. Weg zum Wald, da kommen wir her. Ich will mal in die Ruine, weil mich das interessiert. Auch wenn ich jetzt das nicht machen muss. Ich will aber mich gruseln. Ein stummer Zeuge des Zerfalls. Nicht mehr lange und ihn erwischt es auch. Wow. Wellblachverschlag. Wellblich. Der Verschlag ist auch zerstört. Wer ist Ralph? Die Treppen führten ursprünglich in den ersten...